Waldhof Mannheim empfingen Hansa Rostock und, Überraschung, der Mann der Stunde, Josef Bojamba, nach 4 Toren in 3 Spielen trotzdem erstmal Reservist. Und los ging's mit ganz heißen Rostockern in weißen Trikots. Die gaben direkt mal Vollgas und Littka mit dem ersten versuchten Abschluss nach 5-6 Sekunden. Patrick Glöckner bislang ungeschlagen mit dem SV Waldhof. Vorteile für Rostock in den ersten rund 20 Minuten. Eckball für die Gäste, dann gibt's eine Kerze und jetzt wird's wild bei Torwart Bartels. Er gegen Löhmanns Röben. Die Rostocker reklamiert, nee, der war doch hinter der Linie, war er aber wohl nicht. Marx war es, der letztlich klärte. Wackelige Situation. Ansonsten dann Vorteile für Mannheim. Langer Ball auf Martinovic, der gegen Sonnenberg und der Innenverteidiger der Rostocker bringt Martinovic zu Fall. Schiedsrichter Wajcicki gab 11 Meter und beließ es bei Gelb im Sinne keiner Dreifachbestrafung. Das kann man so entscheiden. Martinovic, der Gefaulte, klatsch an den Pfosten. Verschossen in der 31. Minute. Übrigens, der Kolke wäre wohl auch so dran gekommen. Riesenchance vertan, hier in Führung zu gehen. Und mitten rein in eine klare Vorteilssituation der Mannheimer, dann plötzlich dieser Rostocker-Angriff. Die hatten noch keine echte Chance gehabt. Dann Bahn, dann geht der Ball durch und Littka ist durch und macht das 1:0 für den FC Hansa in der 42. Minute. Sozusagen aus dem Nichts. Stark gemacht von Bahn und Verhug lässt hier durch. Und das war ein wesentlicher Anteil an diesem Treffer. Das sehen wir hier noch. Mal. Klasse gemacht und jetzt war die Bahn frei für Littka. 1:0 für die Gäste. Wie packen das die Mannheimer weg? Die Köpfe noch vor der Pause direkt wieder oben. Und jetzt schauen wir auf Ferrati. Der übernimmt hier die Regie, schlenzt ihn weich rein in den 16er. Und da ist Martinovic eben 11er rausgeholt und dann verschossen. Und nun macht er doch das Tor. Ferrati mit seiner schon 4. Vorlage in dieser Spielzeit. Tolle Co-Produktion zwischen diesen beiden. Ferrati und dann der Torschütze Martinovic. 1:1 Pausenstand. Naja, mal abwarten. Da kam noch was. Da war wieder Littka. Da ist wieder Littka. Rums. Klasse Parade von Bartels. Der hätte reingepasst. Es ging also mit ein bisschen Glück für Mannheim in die Pause mit diesem 1:1 Hertel. Es langte also nicht zur Pausenführung. Der zweite Durchgang. Bojamba kam. Trifft er wieder als Joker wie gegen Türk Gücü. Da traf er doppelt. Erstmal Freistoß für die Gäste. Littka. Und da ist Verhoog und er köpft ihn rein zum 2:1 für Hansa. In der 48. Minute erstes Saisontor für den Niederländer. Starker Auftritt da von ihm in der Luft. Keine Abwehrchance für Bartels. Littka Ebenschütze und jetzt Vorbereiter. Ab da klar dominierend die Gastgeber, aber zu wenig Abschlüsse. Hier hatten sie einen in der 73. Der fleißige Kostli traf die Latte. Bei aller Überlegenheit kamen sie aber zu selten gegen gut verteidigende Rostocker vor den Kasten. Dann die letzte Aktion. 90. Minute, ein langer Ball von Guaida. Und dann Sonnenberg gegen den eingewechselten Debütanten Jocher. Das war eigentlich klar zu sehen. Ein Stoß in den Nacken, wohl auf der 16er-Grenze. Eigentlich jetzt hier 11 Meter geben müssen und gelb-rot oder gar rot dieses Mal. Riesendusel für die Rostocker. Dann war Schluss. Hansa holt seinen 2. Auswärtssieg in Folge und ist nun 4-mal in Folge ohne Niederlage. Mitte der ersten Halbzeit haben wir dann das Spiel übernommen. Rostock hatte viele Probleme. Dann machen die aus dem Nichts 1:0. Wir können super ausgleichen. Haben uns in der Halbzeit viel vorgenommen und bekommen dann in der 46., 47. so einen scheiß Ausgleich. Da müssen wir uns das mal anschauen. Stehen wir nicht gut beim Mann, müssen da besser hochgehen. Es ist einfach bitter, dass wir so ein Gegentor bekommen und somit das Spiel verlieren. Im Endeffekt haben wir trotzdem nicht viel falsch gemacht. Von mir aus können wir das immer auswärts so machen, wenn wir 2:1 führen oder 1:0 führen und die letzte halbe Stunde das so wegverteidigen. Müssen wir uns keine Torchancen kreieren. Danke. Gibt auch nur 3 Punkte. Mannheim hatte irgendwie ziemlich viel Pech nach dem ersten Saisonsieg, zuletzt in Wiesbaden. Nun die erste Saisonniederlage für Glöckner und den SV Waldhof.
Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.